Ja Leute, willkommen bei 360 Football. Heute haben wir einen Special Guest dabei. Humble aka Cristiano Ronaldo. Ja, und zwar zeigen wir euch heute ein Trainingsvideo mit ihm. Wir machen ein paar Übungen. Ich bin gespannt. Bist du bereit? Ich bin nicht bereit, aber ich mach's gerne mit. Auf jeden Fall, wir zeigen die euch und dazu haben wir auch noch ein Video bei seinem Kanal abgedreht. Hier. Ich würde sagen, legen wir los mit der ersten Übung. Ich bin gespannt. Let's go. Vamos. So Leute, erste Übung, Koordination. Er sagt, er ist super in der Koordination. Easy, easy. Ja, jetzt schauen wir mal. Was anderes gemacht. Also, erste Übung. Ich finde sie ziemlich einfach. Bruder muss los. Boah, was? Ich hab das gar nicht gecheckt. Also. Nochmal bitte. Also. Du gehst, ja. Linken Bein hier. Ja. Dann als würdest du ein Rabona machen. Rabona. Dann einbeinig. Ja. Hüpfst du nach vorne. Ja. Dann mit dem rechten Fuß Rabona. Ja. Lass den Fuß wieder los. Springst, Rabona, springst, Rabona, springst, Rabona. Ah, okay. Das hat dir super erklärt, dass du ein Holzkopf, wie ich das auch checke. Okay, so zack. Nee, so, ne? Fang Fuß, ich genau an. Rabona. Ja. Vorne. Rabona. Rabona. Vorne. Ja, Rabona, genau. Ah! Zack, zack, zack. Okay, okay, jetzt versuche ich das mal so ein bisschen mit Tempo, ne? Genau. Okay, warte, ich muss doch. Zack. Ja, genau. Ah, am Ende. Aber passt. Also. Klasse. Ich würde sagen, man sieht keinen Unterschied, oder? Nee. Sehr lernfähig, der Typ. Ja. Also, gehen wir zur zweiten Übung. Ja. Ja, dann ganz wichtig, machen wir mit dir auch noch einen Technikteil. Weil, ja, beim Personal Training, Technik ist ganz wichtig. Absolut. Dass du viele Berührungen hast mit dem Ball. Ja, legen wir los mit einer speziellen Jonglierübung. Ein Rundlauf und ich zeige es mal vor. Also zuerst kannst du einfach kurz ein bisschen jonglieren. Okay. Und dann machst du das. Ah, okay, verstanden. Relativ simpel. Und? Hier geht es wirklich um den First Touch. Hä? Um das Gefühl, wie hoch du ihn ja, nach oben spielst. Hä? Ja, versuch's einfach mal. So ja, ein Kreis ist das quasi. Ganz genau, ein Rundlauf. Okay, sollte ja kein Problem sein. Stark. Nice. Ist gut. Sehr gut, ja? Technisch. Das ist ein bisschen was dran, wisst ihr was? Nee, besser als Koordination. Sehr gut, ich würde sagen, Technik. Schon auf einem guten Niveau, ne? Koordination brauchst du noch ein bisschen. Ja, das stimmt. Technik ist gut. Ich würde sagen, gehen wir zum dritten Aspekt. Dann machen wir eine spezielle Übung. Ja, wir erklären sie dir gleich. Okay, ich bin gespannt. Ja, dann kommen wir zur nächsten Übung. Und zwar ist es eine ganz wichtige. Hier haben wir wirklich verschiedene Aspekte des Spiels drin, die ich euch auch wirklich empfehle, selber zu machen, beziehungsweise mit einem Kollegen. Ja, und ich würde sagen, wir zeigen sie einmal und mittendrin versuche ich sie zu erklären. Also ein Spieler ist hier ohne Ball und dann seht ihr diese drei Markierungen links, rechts und hinter mir. Ich löse immer aus, komme entgegen und dann gibt es verschiedene Kommandos wie zum Beispiel prallen, links, rechts und Zeit. Beim Prallen kommt ihr nach vorne, spielt den Ball zurück. Dann bei Zeit kommt ihr nach vorne, nehmt den Ball mit. Den Ball und spielt ihn zurück. Und dann noch links und rechts. Zack, links. Noch übernehmen, zurückspielen. Und rechts genau das gleiche. Das heißt, eine Übung, in der wirklich viele Sachen trainiert. Vor allem die Ballannahme und Mitnahme. Ganz wichtig für dich, Hazel. Prallen. Zack. Zack.
Links. Rechts. Das ist falsch, oder? Fragen. Fragen. Zeit. Jawohl, und noch zwei Bälle. Die zwei letzten kommen. Links. Und noch ein. Und rechts. Klasse. Anstrengend, aus was es aussieht. Aber wirklich gut gemacht. Man sieht auch, es wird gleichzeitig die Kondition trainiert. Ja. Merkst du das? Auf jeden Fall. Aber wirklich gut gemacht für das erste Mal. Ja, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten. So Leute, jetzt kommen wir zum Abschlusstraining. Zuerst Slalom führen, dann am besten eine Ecke unten links, oben rechts, wie ihr wollt. Und danach bricht ihr kurz ab und der Nick hier vorne spielt den Ball wieder kurz vorne rein und du schiebst ihn wieder unten links. Also fangen wir an. Jetzt ist Humle dran. Vamos. When you try your best, but you don't succeed. Das waren die Abschlussübungen. Ja, da geht noch ein bisschen was, aber auf jeden Fall auf einem guten Weg. Dann das nächste, ein richtig wichtiger Aspekt ist natürlich auch die Kraft. Das Krafttraining für den Fußball wird heutzutage immer wichtiger. Ja. Und ja, wir machen mal ein paar Übungen. Let's go. 2-3 Übungen sollten reichen. Ne? Okay. Okay, erste Übung. Einfach Liegestütz mit Klatschen. Ja. Machen wir mal 10. Ja. Einfach so, zack. Also komm zusammen. Also zusammen. Ja, ja. Okay. Ich möchte ein bisschen Vorsprung geben. So. Bist du bereit? Ja. Achtung, fertig, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, ganz schnell. Okay, ich zeig mal einfach vor und okay. Dann bist du dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay. Okay. Du drückst dich einfach ziemlich weit nach oben. Du kannst natürlich die Beine auch ein bisschen anziehen. Ja? Und dann. Mann, ich muss diese Bewegung steckt ja nicht. Machen wir nochmal. Du kannst hier ein bisschen so anziehen. Okay. Und dann gehst du ein bisschen hoch dabei. Ja, genau. Du stößt dich auch fest ab, okay. Aber hilfst natürlich mit den Beinen schon auch. Ja? Ja, ich krieg das nicht. Ja, aber. Humle! Humle! Was ist mit dir? Das kommt. Ja, das geht. Okay. Das ist einfach schneller. Okay, machen wir sonst noch eine andere Variation. Okay. Und zwar einfach so. Und dann springst du so hoch. Superman. Genau. Okay, let's go. Passt! Stark! Boah, geht das rein! Stark! Okay! Ja, Leute! Boah, das ist echt hart! Das war der Abschluss! Noch ein Killer! Aber Alter. Auf jeden Fall auch wichtig! Ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall! Was war die letzte Übung? Das war die letzte für heute! Oh, Gott sei Dank! Das war die letzte! Schön. Ja, Leute, das war das Supertraining mit Humle TV! Auf jeden Fall eine richtige Maschine. Stabiler Typ.
stabiler geiles Typ. Training, geiles Training, Jungs. Stabiler Typ auf jeden Fall. Ja, und wir haben auch auf seinem Channel noch ein Video abgedreht. Eine Ausbildung zu Cristiano Ronaldo. Unten in der Beschreibung seht ihr direkt den Link zu ihm. Unbedingt abchecken. Ja, und in dem Sinne, wer hat es gefahren? Das war Hammer. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen hier. Und dann werde ich wirklich zu Cristiano Ronaldo. Geiles Training, Jungs. Geiles Training. Okay, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.